Und Noah tat alles, was Gott ihm gebot zu tun. Die Geschichte von Noah bedenken in dieser Kirche, die mich immer wieder an einen umgedrehten Bootsrumpf erinnert, die darum Geborgenheit und Sicherheit vermittelt, so wie die Arche Noah, die jedem Sturm trotzen konnte. Noah also. Die Menschen vermehrten sich, besiedelten die Erde, und Gott sah das böse Handeln der Menschen. Das Dichten und Trachten der Menschen ist böse von Jugend an, sagte Gott. Und es reute ihn, dass er die Menschen gemacht hatte. Er wollte vernichten, was er geschaffen hatte, die Menschen und die Tiere. Aber Noah fand Gnade vor den Augen Gottes. Noah, so wird er uns beschrieben, war fromm und rechtschaffen. Er lebte ohne Tadel. Das ist noch nicht besonders viel, ohne Tadel leben. Er war nicht der Heilige, der alles perfekt gemacht hat, der sich aufgeopfert hat für alle, sondern er lebte ganz normal. Er hielt sich an Recht und Gesetz. Er war fromm, das heißt, er wandte sich Gott zu und er war verlässlich. Nicht der Heilige, der Überflieger, sondern der ganz normale Mensch, so wie du und ich es auch sein könnten. Und weil Noah Gnade vor den Augen Gottes fand, darum teilt Gott mit ihm, was ihn bewegt. Er weiht ihn ein in die Pläne, die Schöpfung wieder zu vernichten. Und Gott gibt Noah den Auftrag, baue du ein Schiff. 200 Ellen mal 300 Ellen und 3 Stockwerke hoch. Und dann sammle von jeder Art der Tiere 2 Stück und von den reinen Tieren, die zu opfern sind, 7 Stück. Und dann steht da der Satz, der uns heute durch den Tag begleitet. Noah tat alles, was Gott ihm zu tun geboten hat. Wie wird das wohl gewesen sein? Mitten auf dem trockenen Land fangen Noah und seine Söhne an, Bäume zu fällen, um ein Schiff zu bauen. Was werden die anderen Menschen wohl gesagt und gedacht haben? Wird es irgendwelche Leute gegeben haben, die anfingen, über eigenes Tun nachzudenken? Oder werden sie über Noah den Kopf geschüttelt haben und gesagt haben, Noah hört Stimmen, er bildet sich ein, die Stimme Gottes zu hören. Vielleicht werden sie ihn für verrückt erklärt haben. Aber Noah tat unbeeindruckt das, was Gott ihm geboten hatte. Er ließ sich nicht abbringen von der Meinung der vielen. So wie wir als Kirche uns ganz oft nicht abbringen lassen. Wir lassen uns nicht abbringen von unserer Idee, diese Welt gerechter zu gestalten. Wir lassen uns nicht abbringen von der Idee, dass man über die Kontinente hinweg in Beziehung, in Partnerschaft leben müsste, dass man das Brot, was wir haben, teilen müsste, dass man voneinander lernen müsste. Wir hören nicht auf, uns einzusetzen für Andersdenkende, für Obdachlose, für arme Menschen, obwohl die Mehrheit an vielen dieser Punkte den Kopf schüttelt. Unbeirrt weitermachen, was der Auftrag ist. Noah tat, was Gott ihm geboten hatte. Und wir wissen, wie es mit Noah weiterging. Wir wissen, dass das Boot fertig wurde. Wir wissen, dass Noah und seine Familie die Tiere zusammensammelten und sich dann in dem Boot verrammelten. Es muss eine schwere Zeit gewesen sein, da drin zu wissen, die anderen gehen unter. Und viele Tage, Wochen, Monate in diesem engen, dunklen Schiff eingesperrt zu sein. Aber sie überlebten. Und mit ihnen überlebte Gottes gute Schöpfung. Am Ende, als das Schiff wieder auf trockenem Boden stand, dankte Noah Gott. Und Gott setzte den Regenbogen in den Himmel als Zeichen des Bundes, den er mit Noah, mit uns geschlossen hat.
Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Gottes Zusage zu uns Menschen. Die Zusage stand am Anfang bei Noah, sie steht am Anfang bei uns. Und aus dieser Zusage heraus können wir leben, aus dieser Zusage heraus können wir die Aufgaben erfüllen, die Gott uns zu tun gibt. Amen. Wohl denen, die da wandeln vor Gott in Heiligkeit, nach seinem Worte handeln und lieben alle Zeit, die recht von Herzen suchen Gott und seine Zeugnis halten, sind stets bei ihm in Gnad. Von Herzensgrund ich spreche, dir sei Dank alle Zeit, weil du mich lehrst die Rechte deiner Gerechtigkeit. Die Gnad auf ferner mir gewähr, ich will dein Rechte halten, verlass mich nimmermehr. Mein Herz hängt treu und feste an dem, was dein Wort lehrt. Herr, tu bei mir das Beste, sonst dich zu Schanden wird. Wenn du mich leitest, treuer Gott, so kann ich richtig laufen, den Weg deiner Gebot. Dein Wort, Herr, nicht vergiert, es bleibet ewiglich. So weit der Himmel geht, der stets bewegt sich. Dein Wahrheit bleibt zu aller Zeit, gleich wie der Grund der Erden. Durch deine Hand wird.